Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Ganz wichtig vorab, hier dieses Video wird extreme Spoiler beinhalten. Das bedeutet, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt zum Ende des Spiels, zu irgendwelchen Outfits, dann solltet ihr auf jeden Fall abschalten. Wenn ihr aber schon in Mitte des Games seid oder so drei Viertel des Games durch habt, dann könnt ihr auf jeden Fall dranbleiben und dann hier diese wichtige Information mitnehmen. Wenn ihr nicht einschätzen könnt, bei wie viel Prozent ihr seid, wenn ihr in dem Hauptmenü der PlayStation seid, dann seht ihr hier die Prozentzahl und jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Ich habe heute das erste Mal Stellar Blade durchgespielt und einen ganz fatalen Fehler gemacht. Deswegen mache ich dieses Video, damit ihr diesen Fehler nicht macht. Weil ihr am Ende, wenn ihr in NG Plus geht, bestimmte Dinge nicht mehr machen könnt. Und da gibt es ein, zwei Punkte auf No Return, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft. Und wieso ist das schlimm, wenn ihr in NG Plus geht? Eigentlich nur, wenn ihr noch Cosmetics, das heißt Outfits suchen wollt, oder sonstige Sachen suchen wollt, Missionen noch abschließen wollt, fischen wollt oder Verbesserungen noch sucht oder wie in meinem Fall Trophäen. Es gibt nämlich ein paar Trophäen, die durch einen neuen Durchlauf nicht einfacher werden. Da haben wir einmal die Trophäe mit alle Lager aktivieren. Da habe ich nämlich leider verkackt. Ich habe 64 von 67 oder sowas oder 84 von 87. Auf jeden Fall fehlen mir noch drei Lager und ich bin mir ziemlich sicher, dass die einfach in der Wüste zum Einsammeln waren und ich habe leider nicht mehr die Möglichkeit gehabt, in meinem alten Spieldurchlauf die mitzunehmen. Bedeutet, wenn ihr Trophäenjäger seid und genau diese Trophäe euch dann eventuell fehlt, solltet ihr auf jeden Fall vielleicht nicht, also an diesem Point of No Return, das vorher machen. Da gibt es zwei Punkte. Einmal, der ist relativ eindeutig, ist, wenn ihr aufbrecht mit Adam und Lilly und dann werdet ihr auch gefragt, ey, wenn wir jetzt aufbrechen, dann kommen wir eine lange Zeit nicht mehr zurück nach Xion. Das ist der erste Punkt, aber auch danach, wenn ihr diesen Punkt schon überschritten habt, habt ihr noch die Möglichkeit, später in die Open World zu kommen. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, nach Xion reinzugehen, das heißt, ihr könnt keine Nebenmissionen mehr abschließen, aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, in die Open World zu gehen. Und dann gibt es einen einzigen Punkt, wo ihr auf gar keinen Fall drüber hinaus dürft. Und das ist, nachdem ihr die Xion gerettet habt und den Kampf gegen Raven hattet. Bedeutet, ab dem Punkt, wenn ihr mit Lilly losfliegen würdet, Adam zu retten, dürft ihr auf gar keinen Fall losfliegen, weil bevor ihr losfahrt, habt ihr noch die Möglichkeit, in die Ödlande zu gehen, hin und her zu porten, das ist gar kein Problem. Aber sobald ihr losgeflogen seid, habt ihr keine Möglichkeit mehr, zurückzukommen. Vor allen Dingen, wenn ihr dann auch in der letzten Höhle seid, kommt ihr aus der Höhle nicht mehr raus. Ich habe es versucht, geht leider nicht. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ihr im NG Plus seid, so wie ich jetzt hier, dann müsst ihr gerade bei den Lagern alle nochmal einsammeln. Das bedeutet, wenn ihr im ersten Durchlauf vielleicht schon 95% aller Lager eingesammelt habt, müsst ihr das Ganze nochmal im neuen Durchlauf machen, was natürlich sehr nervig sein kann. Das gleiche gilt auch für die Outfits. Wenn ihr jetzt irgendwelche Outfits noch nicht geholt habt, müsst ihr im nächsten Durchlauf bis zu diesem Punkt wieder hin, um die Outfits zu bekommen. Dann noch eine wichtige Sache, bevor ihr ins nächste NG Plus geht, sammelt so viele wie möglich Trinkerweiterungssysteme ein und Drohnen-Upgrades und Level über das Max-Level hinaus, weil wenn ihr dann im NG Plus seid, dann habt ihr die Möglichkeit, beides zu leveln. Ihr könnt eure Trinkflasche weiter verbessern, ihr könnt eure Drohne weiter verbessern und ihr kriegt auch neue Level für Eve dazu. Bedeutet, das solltet ihr auf jeden Fall noch machen, bevor ihr ins NG Plus geht. Natürlich könnt ihr das auch im NG Plus machen, aber um perfekt vorbereitet zu sein für das neue Spiel, solltet ihr da auf jeden Fall so viel wie möglich mitnehmen. Wenn ihr dann das NG Plus gestartet habt, dann müsst ihr auch gar keine Sorgen haben, dass irgendwas gelöscht wird. Das Einzige, was gelöscht wird, sind Zugangscode. Das heißt, alle Codes für irgendwelche Tore oder für irgendwelche Kisten sind weg. Natürlich die ganze Hauptmissionen, alle Missionen sind weg, das ist natürlich klar. Und sonst bleibt eigentlich alles bestehen. Eure Level bleiben bestehen, eure gesamte Ausrüstung, die Suits, die Modifikationen, alle Items, die ihr gesammelt habt, das bleibt alles und wird übernommen ins nächste, in den nächsten Spieldurchlauf und Cutscenes können auch übersprungen werden. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass man die Cutscenes nicht überspringen kann. Das kann man aber durchaus machen. Und dann könnt ihr eigentlich mit NG Plus
starten. Ich muss sagen, da wird noch ein Fazitvideo kommen, aber ich hatte so unfassbar viel Spaß mit dem Game. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt, ob ihr das auch so gut findet wie ich. Für mich wirklich ein extremer Geheimfavorit. Für mich wirklich eine 10 von 10. Ich habe so wenig zu meckern zu diesem und über dieses Spiel. Es ist so ein unfassbar gutes Spiel geworden. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Wird bestimmt über die nächsten Tage verteilt noch mehrere Videos zu Stellar Blade geben, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.